Hallo zusammen. Es ist wieder mal Sonntag und ich habe Zeit für einen kurzen Stream. Wieder so vielleicht eine halbe Stunde, schätze ich mal. Seid ihr schon drauf? Ja, ich sehe was. Ich sehe einen Daumen nach oben. Also, es funktioniert. Ja, ist bald Weihnachten, nächste Woche. Da werde ich ein bisschen ruhiger machen. Hier knallen schon die ersten Role aus dem Allgäu, sei gegrüßt, treuer Schauer, die ersten Meldungen rein. Da werde ich ein bisschen langsamer machen, ein bisschen einen Gang zurückschalten, habe ich euch schon erzählt. Und ja, nach den Ekaterina, sei gegrüßt, Dr. Freddy und Rofu, Han Solo, Crowdrock, Daniel. Ich verliere einen Faden. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Zum Thema Livestream. Viele schreiben mir nachher in der Nachbereitung, wenn das auf YouTube steht, wieder mal verpasst den Stream. Ich bitte euch doch mal, betätigt einfach mal die Glocke, markiert mal, dann werdet ihr benachrichtigt. Ich mache das nämlich ungern, dass ich so einen Stream ankündige. Weil, warum? Weil ich nichts versprechen möchte, was ich dann vielleicht nicht, Florian, grüß dich, nicht halten kann. Es kann ja dann mal was dazwischen kommen, die Leute sitzen da und warten auf den Stream, deswegen mache ich das eigentlich nicht. Die Glocke wäre da vielleicht ganz hilfreich. Grüße aus der Eifel vom Scarface. Grüße möchte ich jetzt mal raushauen schnell, und zwar an den Victor und an den Noel. Diejenigen wissen schon warum. Dann Grüße auch an den Jan, an den Pierre in Luxemburg. Viele Grüße. An den Mark Oliver, schöne Grüße. Und ja, das war's jetzt erstmal. Was haltet ihr von der, oder kennt ihr besser gesagt, die Community-Funktion? Grüße nach Landsberg, wunderschöne Stadt. Ihr wisst ja, wenn ihr direkt auf den Kanal geht, ihr klickt das Kanalbild an und dann kommt oben Playlist, Videos, Community, Kanäle, Kanalinfo und so weiter und so fort. Und wenn ihr auf die Community klickt, dann könnt ihr so kurze Mitteilungen von mir sehen oder auch gepostete Bilder. Ich habe in letzter Zeit mal öfters so selbstgemalte Bilder. Das ist übrigens auch ein schönes Bild, meins fehlt da nicht. Könnt ihr mal reingehen und euch die Bilder anschauen. Und was haltet ihr davon, von so kurzen Meldungen? Mal ein Bild posten oder so? Oder wie findet ihr die Shorts? Manche finden sie schrecklich. Ich finde die Funktion jetzt gar nicht mal so schlecht. Jetzt bei der Ötzi Gang, echt, muss ich mal gucken, habe ich schon gehört von denen. Und wie findet ihr das? Findet ihr das schlimm, diese Shorts, oder ist das mal so ein kleines Willkommnis für zwischendurch, so eine kleine Funktion, die ihr gut findet? Ich finde die Shorts und die Bilder top, okay, da habe ich da schon mal eine Rückmeldung. Grüße aus Pforzheim. Shorts sind immer gut. Ja, gekocht wird heute auch wieder. Heute gibt es bei mir einen Sauerbraten. Ist eine feine Sache. Habe ich allerdings fertig eingelegt gekauft, nicht selbst eingelegt. Ja, da kommen ein paar Vorschläge für Videos rein. Apropos Videos. Nächste Woche habe ich ein kleines Projekt. Kommen ein paar Jungs zu mir, die waren schon mal da, die haben schon mal gefilmt bei mir, die machen da ein kleines Filmchen, ist noch nicht ganz fertig, denen fehlt noch Material, wir werden dann am Mittwoch unterwegs sein und ein paar Aufnahmen machen, deswegen bin ich auch schon ein bisschen am Vorbereiten, das geht nicht so aus dem Stegreif raus, bin schon gespannt, ist wieder der ganze Tag verplant, also da gibt es auch dann kein Video von mir. Grüße aus DLG, das ist Dingolfing wahrscheinlich. Vom Leo, der Bruder, hat heute Geburtstag, am 18. Da richtig schöne Grüße aus.
Schönen Geburtstag wünsche ich dir. Mountain Ranger, sei gegrüßt. Dein Geschenk kommt dann zum Einsatz wahrscheinlich am Mittwoch. Grüße aus Wien, freue mich immer. Grüße aus dem Nördlinger Ries, wunderbare Gegend. Nördlingen müsst ihr unbedingt mal anschauen. Die Runde mit der Stadtmauer oben außenrum. Die Geschichte vom 30-jährigen Krieg war eine große Schlacht in der Nähe am Albuch. Unbedingt mal besichtigen das Schlachtfeld, das ist der Hammer. Pülliken habe ich noch nicht probiert. Schönen vierten Advent, Dankeschön. Muss ich nachher noch anzünden. Welche Enduro würdest du dir kaufen? Klar, ganz klar die XT500 mit Schwarz-Chrom-Tank. Die alte, die erste. Oder eine Yamaha DT 250 Zweitakt. Ja, ich sage, der eine schreibt es gerade, der wird da bombardiert, ob ich irgendwelche Statements zum Impfen mache. Nö, mache ich nicht. Muss jeder selber wissen, was er macht. Wo ich schon im Odenwald war? Nein, war ich noch nicht. Da kenne ich bloß das vom Schinderhannes, das Lied. Im Odenwald herrscht mancher schwarzer Tann. Heinz Rühmann Filme mag ich natürlich. Ein Film über die Fallschirmjäger. Naja, ich bin zwar schon mal gesprungen, bin aber kein Fallschirmjäger. Interessantes Thema übrigens. Bin ich mir eingeladen werde zum Springen, dann würde ich natürlich mitspringen. Hätte ich kein Problem. Grüße aus Mannheim. Da wohnt auch mein Pfeifenfreund Daniel übrigens. Wann ist bei dir die Rente geplant? So in 2 Jahren. Wäre schön, wenn ich eine Tasse Kaffee dabei hätte. Habe ich schon getrunken. 2 Tassen heute, das reicht. Grüße aus Köln. Mein erstes Auto war ein Mercedes-8. Grüße aus dem Hürtgenwald. Ja, das ist geschichtsträchtiger Boden. Ein Eisbad à la Apeter wird es für mich nicht geben. Bushranger Ned Kelly 1906, da habe ich ein Poster von mir in der Garage, das ist ja verfilmt worden. Der René hat seinen ersten Kaffee heute, der Spätaufsteher. Ich bin schon 1, 2, 3, 4, 5 Stunden wach. Grüße aus Niederösterreich. Gehen zurück natürlich hier aus Bayern. Grüße aus Ingolstadt, Audi Town. Bauen gute Autos oder haben gute Autos gebaut. Meine Meinung zu Bamberg, Frankenland, ich war noch nicht dort, aber Bier von dort habe ich schon getrunken. Motorradurlaub 2022, ja, ich habe ja schon länger mal vorgehabt, dass ich mal nach Prag fahre mit der GS, aber das hat das letzte Jahr nicht hingehaut. Joel, hallo, grüß dich. Mal was anderes. Was sind eigentlich die top angesagten YouTube-Kanäle momentan? Was ist so gerade das Nonplusultra? Gibt es da neue oder die alten Großen? Das Flötzinger. Grüß dich vom See daneben. Hast du Tipps für Beef Jerky? Nö, habe ich noch nicht selber gemacht. Ich habe Fritz Meinig, lese ich da gerade, der Top-Kanal wahrscheinlich. Beef Jerky kenne ich seit langem von Amerika. Und da gibt es die Riesenbeutel, bei Weitem nicht so teuer wie bei uns. Fritz Meinig ist 7VS Wild, ja, Wild, Entschuldigung. Wir sehen natürlich, dass die wahnsinnigen Aufrufzahlen haben und eine zweite Staffel planen.
deiner 15. Marco GP Performance Thomas Gast. Ja, ich sehe Fritz Revier. Fritz Meinecke kommt oft rein. Ist anscheinend gerade der Top-Burner auf YouTube. Benjamin Klausner, der Autormann. Montana Black ist natürlich der Klassiker schlechthin. Mit dem italienischen Supersportwagen. Da geht was ab. Ja, da. Adlersson. Ich sehe, das ist jetzt alles ein bisschen in Jo aus Hinterbayern, hundertprozentig, ganz klar. Den muss ich euch mal ans Herz legen. Das ist ein Freund von mir, den ich kennengelernt habe auf dem Pfeifentreffen. Und der Mann, der hat wirklich was erlebt. Und gerade seine letzte Geschichte, müsst ihr anschauen, die er gestern oder vorgestern gepostet hat. Und da geht es um ein Erlebnis in Amerika, das er gehabt hat. Der war schon überall auf der Welt und ist mega entspannt. Den Jüngern wird es vielleicht nicht so gefallen, aber für meine Jahrgangsstufen genial. Es waren keine Pfeifen, wo sich da getroffen haben, sondern Pfeifenraucher. Kannst du eine Pfeife rauchen? Nö, ich habe mich heute mal entschlossen, keine zu rauchen. Helmut, grüß dich, hast du es diesmal geschafft? Ja, genau, zum Helmut. Helmut und ich haben auch zusammen gearbeitet und da wird zu Weihnachten ein Video kommen vom Helmut und von mir. Also muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, weil das wollte ich eigentlich erst Weihnachten bringen, das Video. Den neuen James Bond habe ich noch nicht gesehen, weil mich das ganze Gekaspert jetzt mit dem Kino und dem ganzen Zeug auf die Nerven geht. Ja, Helmut, was kochst du heute? Was ist bei dir auf dem Speiseplan? Wie gesagt, bei mir gibt es heute einen Sauerbraten mit Spätzle und Blaukraut. Ja, das habe ich gerade ein Angebot bekommen zum Springen. Ich habe da mal an so einen Automatiksprung gedacht, das ist so in der Reihe, wie bei den Fallschirmjägern. Beim anderen, da müsste ich erst wieder üben. Es ist schon Jahre her, seitdem ich mal gesprungen bin. Ich habe auch keinen Schein, ich habe da bloß einen Schnuppersprung gemacht. Das heißt, zwei Sprünge habe ich gemacht. Ich habe also keine Lizenz zum Springen. Ich mache einen Schweinsbrunnen. Jetzt habe ich einen Helmut verpasst, vor lauter Lesen. Schreibt mir mal, was macht der Helmut? Grill. Aha, der Grill wird angeheizt. Dune, der Wüstenplanet, die Bücher habe ich nicht gelesen, den ersten Teil aus den 80er Jahren gesehen. Sperrrips macht er. Klasse. Ich habe gestern ein neues Rezept kennengelernt von einem Arbeitskollegen. Das muss ich auch mitbringen. Das ist ein, wie wird es heißen? Paprikafleisch nennt sich das. Da tropft der Zahn. Momentan spontan BMW oder Audi. Audi natürlich. Ich bin, muss sagen, ich habe einmal in meinem Leben einen BMW besessen. Der war aber nicht so toll. Ich bin ja eher mal auf die älteren Audi-Typen fixiert. So in die Richtung von 5-Zylinder Marco. Ich lese jetzt da ein bisschen mit und zwischendurch kommentiere ich einfach mal was. Gibt alle Paprikafleisch, sowas, der Carsten. Ha, da ist er ja. Paprikafleisch, genau. Audi Coupé. Ja, ein Fünfzylinder wäre auch lässig. Würde mir gefallen. Muss kein Quattro sein. Ihr wisst schon noch das Eckige, das der Walter Röhrl als Quattro gefahren hat. Das wäre cool. Trüffel mit Leber. Leber bin ich nicht abgeneigt. Ich mag die ganz gern, wenn sie gut gemacht ist.
auch so Berliner Art mit Zwiebeln. Paprikafleisch ist sehr gut. Kennst du das, Helmut? Mit dem Avia drüber, mit Tomatenmark bestrichen, dann Creme Fraiche und Sahne und mit Käse überbacken. Das kommt demnächst mal. Der TT ist natürlich klasse. Würde ich auch wieder kaufen. Meiner tut's noch. Ist für mich ein bisschen Sport, das Ding am Laufen zu halten. Ja, der Higgins hat einen Audi 200 gefahren. Hodengulasch habe ich schon gekocht. Könnt ihr schauen auf meinen Videos. Bayerische Spezialitäten. Wenn es da eingibt, so meinen Kanalnamen, dann werdet ihr das vielleicht finden. Feldkoch, der wird Weihnachten kochen. Meine Rasiercreme geht aus. Kauf dir mal eine Rasierseife. Die türkische, wie heißt das gleich, in der roten Ding, die ist sehr günstig und mag ich sehr gerne. Oder die italienische, Mensch, mir fallen die Namen jetzt nicht ein. Ludwig aus Wien, sei gegrüßt. Audi 80 5-Zylinder, auch gut, ja. Siegheil liebt meine Feldkostfolgen. Kommt wieder was. Was ist dein Lieblingsrasierwasser? Schaut meine ganzen Filmchen an. Der Duft unserer Väter und Großväter, da habe ich viele vorgestellt. Was gut und günstig und sehr gut hautverträglich ist, das ist die Spike Rasierwasser. Das nehme ich Pro Raso, genau. Das war die italienische. Aramäisch habe ich noch nicht gekocht, keine Rezepte. Die Fettecke ist total leer, aber ich habe vor, eine neue zu machen. Rauchen Sie jeden Tag? Nein, mache ich nicht. Weder Zigarette noch Pfeife. Da muss man dann auch sein, ich bin Genussraucher. Wie lange ich an so einem Bild mal? Das kann sein, dass 2-3 Tage sind. Es kann aber sein, 2, 4, 5 Wochen, je nach Größe und nach Schwierigkeit von dem Motiv. Stimmt, die alten Zigaretten sind teuer geworden. Petronon habe ich auch schon gebracht. Arco heißt sie genau, das ist die türkische Rasierseife. In der roten Plastikbox. Wie ich zum Malen gekommen bin, ich wollte immer Bilder haben, die mir gefallen haben, die es aber nicht zu kaufen gibt. Und wenn es nicht zu kaufen gibt oder nicht zum vernünftigen Preis, dann habe ich sie selber gemacht. Mehr als eine Viertelmillion Abonnenten hast du dir auch verdient. Sag ich Dankeschön. Habe ja schon mal das Phänomen, wenn man auf Analytics schaut, ab und zu schaue ich da mal. Das kann man ja machen auf der Studio-App. Die habe ich mir erstmal runtergeladen. Falsche Megabataillon 25, Berufsherr Österreich. Daniel, sei gegrüßt. Glück ab. Jetzt bin ich wieder kurz hängen geblieben. Wann hast du das erste Mal im Leben geraucht oder Alkohol getrunken? So wie jeder damals in meinem Alter, so mit 14. Besuchen werde ich niemanden, da habe ich keine Zeit dazu. Grüße aus der Wetterau. Rita grüße ich, wo ich ab und zu noch schnupf. Letzte Zeit eher weniger, mal eine Pfeife in letzter Zeit. Ich habe auch länger keine Zigarette geraucht, wobei ich wieder welche zum Testen habe. Hier zum Beispiel. Oder ganz was Exotisches. Kommt irgendwann mal wieder, aber ich muss es ja ein bisschen verteilen. Grüße nach Luzern. Fange gerade das Rauchen an, würde ich nicht machen, nicht unbedingt. Ist nämlich unbestritten nicht gesund. Wird es auch wieder draußen Videos geben, wenn es schneit, klar, dann gehe ich mal wieder querfeldein. Dann können wir mal so einen
Livestream von unterwegs machen, wenn es funktioniert. Churchill-Zigarren sind mehr oder weniger ein Format und keine Zigarre. Es sind ziemlich lang und ziemlich groß und Winston Churchill soll 10 Stück am Tag ungefähr geraucht haben davon. Ob ich schon in Weihnachtsstimmung bin, noch nicht so recht. Kannst du in diesem Live noch einen Zigarettentest machen? Nö, mache ich heute nicht. Ich lebe heute mal gesund. Was geht mit Rennradfahren? Momentan nichts. Erstens ist jetzt, müsste ich irgendeine alte Möhre rausziehen zum Fahren. Meine Guten möchte ich bei dem Wetter nicht raustun und außerdem ist mir zu kalt. Das tue ich mir nicht mehr an, weil der gesundheitliche Effekt ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird und dann lang rumlaboriert. Also mache ich das. Churchill ist trotz seines Rauchens sehr alt geworden. Ja, der ist 92 Jahre alt geworden. Gerüchte sagen, wenn er nicht geraucht hätte, wäre er 96 geworden. Wie läuft der Sport? Ganz gut. Hab die letzten Tage ein paar Mal trainiert. Heute Morgen auch schon. Eine Runde Krafttraining gemacht. Jede Muskelgruppe einmal angekitzelt. Helmut Schmidt, ja. Bist du ein Fan von Saunagängen? Sauna finde ich super, habe aber keine, gehe eigentlich eher selten, aber ich war natürlich schon in der Sauna. Was ist Silvester geplant? Nichts. Gehst du auch sondeln? Das letzte Mal, wo ich die Sonde rausgezogen habe, war ich in dem mysteriösen Krater. Den Film könnt ihr euch mal anschauen, der ist noch nicht so alt, vielleicht ein Vierteljahr. Im Boxverein habe ich nicht trainiert. Ich war mal in meiner Jugend, habe ich mal Karate gemacht. Geboxt hat mein Vater, sehr gut sogar. Was ist der perfekte Mittel gegen Kater? Das gibt so ein Spray im Baumarkt, in der Tierabteilung. Abwehrspray, wenn man das hinspürt, dann geht der Kater weg. Natürlich ein Scherz. Das muss jeder nicht so viel saufen, dann gibt es keinen Kater. Viel Wasser trinken. Genau, der Richard hat das erkannt. Nicht zu trinken, dann gibt es auch keinen Kater. Und dann, wie lange ich bei der Bundeswehr war, als Soldat 4 Jahre, ja. Von Januar 1981 bis Dezember 1984. Grüße vom Neuburger Natoma, vom Boxclub Neuburg. Ich bin mir sicher, dass mein Vater gegen eure Staffel auch schon angetreten ist in den 50er Jahren. 40er und 50er, Ende der 40er bis Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Magnetangeln habe ich noch nicht gemacht, hört sich aber interessant an, was da alles rauskommt. Alte Töpfe, Fahrradrahmen und vielleicht ein paar gefährliche Sachen. Entwurmungsmittel für Katzen soll gut gegen Kater sein, ja. Was ich von Klaus Kinski halt. Wahnsinniger, irgendwie aber auch genial. Was mich ein bisschen abgestoßen hat, sind die Enthüllungen von seinen Töchtern gewesen. Das kam aber nicht mehr zu Lebzeiten raus. In den 50er Jahren hatten wir eine gute Staffel. Ich glaube, da war in jeder größeren Kreisstadt war eine gute Boxstaffel zu Hause und auch im Ausland. Ich weiß, viele Italiener sind die Italiener sind regelmäßig gekommen zu uns in die Stadt zum Boxen, die Staffeln. Oder auch aus Osteuropa, sogar aus Belgrad, also aus Serbien, Belgrad, überall her. Was mit der Fettecke auf sich hat. Das war ein Kunstprojekt von Dr. Joseph Beuys. Müsst ihr mal nachschauen. Beuys war genial. Und weil ich ja Fan von ihm bin und ihm zu ehren, habe ich damals die Fettecke mal nachgebaut. Wann wieder eine Folge Kultgetränke kommt. Ja, das verteile ich immer so ein bisschen aufs Jahr, weil
alles so hintereinander. Das ist das vorher, das Gemälde da hinten, das ist nach einem Foto gemalt und das habe nicht ich gemalt, das hat meine Frau gemalt. Schwarz-weiß. Eine Biker Lady. Habe ich gedacht, muss ich euch mal zeigen. Faxe 10%, wenn ich es mal sehe, kaufe ich es mal. Ja. Habe ich aber noch nicht probiert. Ob das natürlich wahr oder gelogen ist von seinen Töchtern, mag ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, dass er schon ein bisschen schräg drauf war, der Gute. Ob mich alle mögen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Mache ich auch englische Bikes wie Triumph von Norton ausschauen, tun sie genial, mir gefallen sie, aber ich halte mich da immer ein bisschen an den Spruch, hüte dich vor Sturm und Wind und Dingen, die aus England sind. Also recht standfest und robust sind sie nicht und einen Sorgenbringer will ich mir nicht in die Garage stellen. Wenn er gut gemacht ist und standfest ist, dann würde ich so ein Ding schon fahren, auf jeden Fall. Ob ich englischen Content verfolge, durchaus mal, schaue ich mal Sachen auf Englisch an. In letzter Zeit habe ich viel so angeschaut von amerikanischen Veteranen, die von ihren Erlebnissen erzählt haben. Da gibt es so einen Kanal, war sehr interessant. Also für das reicht mein Englisch. Tuborg habe ich auch schon getrunken. Nö, mein Vater war nicht im Krieg, der war zu jung, der war Jahrgang 1932. Wie lange sind wir schon drauf? 27 Minuten. Ich werde dann auch langsam zum Ende kommen. Soll ja nicht ermüden. Ob ich auf dem, schaust du auf den Mond abnehmend, zunehmend? Ja, ich merke halt bei Vollmond ist tatsächlich so, dass man schlechter, unruhiger schläft und die ganzen Pflanzaktionen von den Landwirten ist bis oder mit dem Holz schlagen, da ist sicher was dran. Ich fand die Bierverkostung mit österreichischen Biersorten super. Ich habe schon wieder ein paar dastehen. Wie gesagt, ich muss die Themen immer ein bisschen verteilen. Jetzt läuft es wieder schnell. Also wie viel haben wir da? Wenn wir nachher mal der Helmut ist mir gerade vorbeigeflutscht. Ich grüße an Timo, der hat gefragt, ob ich ihn noch kenne. Ja, natürlich. Ob ich John Wayne mag, ist ja mittlerweile auch bei manchen umstritten, war strammer Republikaner, aber als Schauspieler finde ich ihn schon klasse. Er ist eine amerikanische Legende, sowas gibt es nicht nochmal. Was ich von Feuerwerksverbot halt. In meiner Jugend habe ich gerne geböllert und war Silvester immer schon ein Feiertag, aber seit vielen Jahren mache ich das nicht mehr. Spätestens habe ich damit aufgehört, ob ich einen Hund gehabt habe, weil der immer fürchterliche Angst gehabt hat in der Nacht, wenn es draußen gescheppert hat. Ich mag Nostalgie, deswegen fühle ich mich wohl auf dem Kanal. Ja, das ist so, da bist du genauso wie ich. Grüße aus dem Fichtelgebirge. Da kommen immer wieder dieselben Fragen, die beantworte ich dann halt nicht mehr. UFO grüßt mich, sei auch gegrüßt. Helmut, steigst aus, ich auch gleich. Guten Appetit wünsche ich dir bei deinen Speerrips.
Ist angekommen, Helmut. Gut. Grüße aus dem Fliegerhorst, Kaufbeuern. Grüße gehen zurück. Duftvideos soll ich bringen? Könnte ich in der Tat. Aber dann sagt der Spinder, jetzt fängt er noch mit Duftvideos an. Etwas mit Steve McQueen wäre mal toll. Habe ich mir erst ein Filmposter gekauft. Kanonenboot am Yangtze Kiang. Bier oder lieber Schnaps? Schnaps ist eine Sache, die sollte man nicht auf Dauer trinken. Das ist nicht gesund. Ein Bierchen ab und zu mal ist in Ordnung. Rasierseife habe ich in der Tat auch noch zwei rumliegen, die noch nicht benutzt sind, aber die kommen erst dran, wenn meine anderen verbraucht sind. Ist immer wieder fällig. Ich mache mein Video mit Sascha Huber. Da habe ich erst wieder geschaut. Seine Übernachtungsaktion in den Bergen war toll. Den hat es sauber gefroren, den Burschen. Da haben sie beim Bundesheer nicht alles richtig beigebracht, wie es ausschaut. Die ganzen Schlafsackgeschichten, was man reintut und was man nicht reintut. Und was man sich anzieht im Schlafsack und was nicht. Und wie man sich seinen Boden bereitet, auf dem man schläft. Stimmt, Ludwig? Meine Meinung zu 7 VS Wild, ich habe da bei Weitem nicht, ich habe ein paar Mal reingeschaut, aber ich habe es nicht konsequent verfolgt. Da ist mir einfach zu viel gekommen. Irgendwann steigt man dann aus, wenn man kein Hardcore-Fan ist. Was ich heute noch mache, Familienleben, ganz einfach, Sonntag. Und dann geht es wieder weiter. Jungs, warte übrigens schon beim Zahnarzt, die Zeit läuft. Wer sein Bonusheft führt, dass er später ein bisschen was dazu bekommt, wenn er eine neue Kauleiste braucht, denkt dran, macht noch einen Termin. Brandbekämpfung könnte ich mal was machen, was ganz Spezielles oder mal wieder was zu Flugzeugen. Mein Lieblingsrennrad ist mein Pinarello Galileo Aluminium. Das fahre ich unwahrscheinlich gern. Das habe ich mir damals selbst zusammengebaut. Sanas Fragezeichen. Gut, Jungs, jetzt ist Sense für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche mal. Wie gesagt, da wird dann auch die Weihnachtsfolge irgendwann kommen. Ciao, Servus, melde mich ab.